Das sind die Wahlnachrichten vom Samstag, dem 16. August 2008 mit diesen Themen hier. 10 Leute hat die Feuerwehr nach einem Brand müssen Leute evakuieren. Zu Martinach und Zitte gibt es die billigsten Kehrichtsäcke. Und die Walliser sind San Geronimo feierlich begrüßt gekommen. Schön, schauen Sie dazu. Am Freitagabend haben die Bewohner von einem Mehrfamilienhaus 10 Leute evakuiert bekommen. Verletzte hat es nach dem Brand aber keine gegeben. Aus noch nicht geklärten Gründen ist in einer Wohnung im zweiten Stock ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr von Saint-Luc hat das Feuer gegen Mitternacht unter Kontrolle gebracht. Am Gebäude sind beträchtliche Sachschäden entstanden. Die Preisüberwacher haben 200 Gemeinden verglichen wegen der Gebühren von Abfallsäcken. Dabei haben die Gemeinden Martinach und Sitte gut abgeschnitten. Auf dem Platz 3 von der billigsten Abfallsäcke ist Martinach mit einem Preis von 1,41 Franken pro Sack. Ein Platz danach kommt schon Sitte mit dem Preis von 1,58 Franken pro Sack. Die teuersten Gebühren für Abfallsäcke gibt es Küsnacht am Rigi mit 3,30 Franken pro Sack. Die Walliser, die zur 150-Jahr-Feier auf San Geronimo Norden gereist sind, lernen Land und Leute kennen. Empfangen sind die Besucher mit Walliser Musiko, begleitet von Büben und Mädchen in den Trachten. Der nächste Programmhöhepunkt bildet am Sonntag die Wahl zur Schönheitskönigin von San Geronimo Norte. Weiter steht noch ein Mess auf dem Programm mit dem gemischten Chor von Fischbert Terbino. Zum Sport, Eishockey. Am Freitagabend hat der EHC Fisch auswärts der EHC Olten mit 3:5 bezwungen. Die Goal für die Walliser haben geschossen der Matthias Imhoff, Luca Triulzi, Dani Massa, Thomas Dolana und Jason Guerrero. Weiter hat bei den Fischber der Jungbrüder von Thomas Dolana, der Roman Dolana, als Testspieler mitgespielt. Am Samstagabend hat euch der HC Siders Anivier ein Testspiel gegen den HC Montblanc. Am Samstag am Abend können wir eine partielle Mondfinsternis beobachten. Ab dann rein wird sich der Mond bis ungefähr zu 11 Uhr langsam verdunkeln. Ob das Schauspiel bei schönem Wetter abläuft, wir verraten es im Walliswetter. Der Samstag war wechselhaft, aber zum grossen Teil doch schön, wie ihr euch hier auf dem Bild von Birchen seht, das gegen den Mittag gemacht wurde. Das Schönwetter vom Samstag ist ein relativ kurzes Gastspiel. Am Sonntag tut es schon wieder zu, es kann sogar noch regnen. Aber auch wenn es zum größten Teil noch bewölkt ist, bleibt es noch so knapp über 20 Grad. Am Montag und Dienstag bleibt es wechselhaft. Am Montag mag die Sonne zwar noch schuppen mal durchdrücken, am Dienstag ist es dann aber schon wieder dunkler. Die Prognosen für die nächsten 4 Tage sind so aus, es ist ziemlich ein einheitliches Bild, viel Wolken, relativ wenig Sonne und teilweise auch noch Regen. Die Temperaturen steigen und sinken im Bereich von 22 und 28 Grad am Mittwoch. Das war es von unserer Seite. Wir wünschen euch noch einen schönen und erholsamen Samstagabend.